Willkommen zu dieser Andacht von der Niagara Vereinigten Mennonitengemeinde und willkommen wieder zu meinem Zuhause. Ich bin Pastor Renate Dau-Klaassen, verantwortlich für die deutschen Andachten in dieser Gemeinde. Ja, die Pandemie hat sich wieder merkwürdig verschlimmert und mindestens bis Ende Januar machen wir die Aufnahmen von zu Hause aus, damit unsere Mitglieder und alle, die sonst am Sonntag Dienste haben, in Sicherheit bleiben können. Wir hoffen, dass diese jetzige Krise bald wieder nachlassen wird und wir uns wieder in der Kirche versammeln können. Wo immer wir uns befinden, möge Gott gegenwärtig sein und uns durch den Heiligen Geist vereinen. Wir würden gerne von unseren Zuhörern über die Kotico-Fernsehsendung hören, damit wir feststellen können, wie viele wir dadurch erreichen und wie wir vielleicht auch diesen Dienst verbessern könnten. Schickt uns bitte einen E-Mail zu office@redbrickchurch.ca, office@redbrickchurch.ca, oder lasst einen Gruß per Telefon auf dem Antwortsystem. Die Nummer ist 905-468-3313. Unsere deutschen Andachten wollen wir dieses Jahr immer am ersten und dritten Sonntag im Monat halten. Wenn es einen fünften Sonntag im Monat gibt, so wie jetzt im Januar, wird auch an dem Sonntag eine deutsche Andacht stattfinden. Auf Kotico werden dann die Andachten immer am folgenden Sonntag, also den zweiten und vierten im Monat, übertragen. Also die nächste Andacht ist für den 30. Januar geplant online und wird dann am 6. Februar auf Kotico zu sehen sein. Bei der Gelegenheit lassen wir dann wissen, ob das Versammeln in der Kirche wieder möglich sein wird oder nicht. Eine Gemeindesitzung ist für unsere Mitglieder geplant für den 8. Februar. Wir hoffen, dass diese in Person stattfinden kann, aber bitte achtet auf weitere Informationen. Einzelheiten sind in unserem Bekanntmachungsblatt zu lesen und auf der Webseite www.redbrickchurch.ca. Wer in unserer Nähe wohnt, kann zu irgendeiner Zeit eine Papierkopie davon vom Behälter außen vor dem Seiteneingang der Kirche abholen. Als Grußwort für unsere Andacht heute teile ich mit euch einige Verse aus Psalm 56. Da lesen wir: Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir danken will. Denn du hast mich vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigen. Ramona teilt heute mit uns eine Ansprache mit dem Thema »Fürchte dich nicht«. Der Beter in diesem Psalm gesteht, dass er sich manchmal fürchtet, kennt aber gut das Heilmittel gegen Angst, Gott zu loben und zu danken. Wir müssen auch ehrlich sagen, dass wir uns manchmal fürchten. Manchmal haben wir Angst. Manchmal sind wir angstvoll. Dass uns die Angst manchmal packt, ist von menschlicher Natur. Aber Gottes Gebot ermahnt uns, nicht Besitz von Furcht zu nehmen, indem wir immer wieder nur mutlos sagen, ich habe Angst. Denn das führt nur weiter dazu, dass sich unsere ganze Identität in Angst verwickelt. Wir werden angstvolle Menschen. Gott, unser Retter, will, dass wir von Angst befreit leben können und sollen. Möge das heutige Wort dazu dienen, dass unsere Herzen mit Frieden gefüllt und mit Mut gestärkt werden. Wollen wir nun beten. Lieber himmlischer Vater, unser Friedefürst, wir leben in einer Welt voller beängstigenden Mächten und Geschehen und erkennen, dass wir gegen so vielem vollkommen schutzlos sind, vor allem gegen die Anfechtungen des Bösen im geistlichen Gebiet. Wir sind so klein, aber du bist groß und du bist die Liebe. Bei dir finden wir Geborgenheit. Darum rufen wir dich an im Namen Jesus Christus, dem Wellen und Wind gehorchen
und dessen Stimme alle bösen Geister unterwirft. Meister über Mächte und Fürstentümer, stehe uns bei in dieser Andachtsstunde und im täglichen Leben. Wir beten, errette uns doch von dieser Pandemie, die immer noch ganz außer Kontrolle zu sein scheint, und von allen anderen Gesundheitsbeschwerden, die uns plagen. Bleibe bei uns durch diese Zeit, in der wir uns wieder für eine Weile nicht in Person treffen können. Wenn Einsamkeit uns zu überwältigen droht, erinnere uns an alle, die wir lieben, die an uns denken und für uns beten. Und schenke uns ein Lied in unseren Herzen. Wenn wir trauern, führe uns durchs dunkle Tal mit dem tröstenden Licht deiner Gegenwart. Und wenn wir ans Ende unserer irdischen Pilgerreise ankommen, komm du uns entgegen, nimm uns in deine Arme und trage uns die letzten Schritte durch den Tod, hinein ins Heiligtum deiner Herrlichkeit, wo uns nichts mehr Angst machen kann. Öffne nun unsere Herzen, um den Segen zu empfangen, den uns dein Wort schenken will. Dieses beten wir in deinem heiligen Namen. Amen. Fürchte dich nicht. Kannst du das Licht noch anlassen? Fragt die Kinderstimme leise. Ich habe Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Denk an das Verschen, das wir letztens lernten. Weißt du es noch? Komm, wir sagen es zusammen. Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, lieber Gott, bei mir. Wenn ich dich auch gar nicht sehe, weiß ich sicher, Gott ist hier. Das kleine Kind schlief ruhig ein. Es wusste sich unter Gottes Schutz und es glaubte den Worten seiner Mutter. Nicht nur die Kinder fürchten sich leicht, sondern auch wir Erwachsene haben schnell Angst. Manch ein Ehepartner hat sich schon bei später Rückkehr seines Partners das Schlimmste vorgestellt und mit innerem Beben gewartet. Oft fürchten wir uns vor dem Unbekannten, denn unser Verstand kann sich Zustände ausmalen, welche im richtigen Leben selten vorkommen. Das Was wenn und Was dann hält uns gefangen. Wir werden von lähmender Angst erfüllt, wenn wir die Resultate des Arztes hören. Die Worte Krebs und Chemotherapie und Krankenhausaufenthalt bringen uns zum Zittern. Und dazu kommt auch noch das neue Angstwort, Covid. In dieser Zeit der Pandemie hat so manch einer Angst gespürt. Und nicht ohne Grund. Wir werden dauernd mit Statistiken beladen, die uns zur Vorsicht drängen. Wir erfuhren von einem Vater von 5 Kindern, der wochenlang im Krankenhaus lag. Covid. Er hatte sich nicht impfen lassen. Und da er schon durch eine andere Krankheit geschwächt war, wurde er ein leichtes Opfer des Coronavirus. Gott sei Dank ist er heute gesund bei seiner Familie. Ich kann mir nicht vorstellen, welch große Angst um Gatte und Vater gewesen ist. In Psalm 91, Verse 1 und 2 lesen wir, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Gott weiß, dass wir furchtsame Menschen sind. Er hat uns gemacht und weiß genau, wie wir zusammengestellt sind. König David schrieb, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenke daran, dass wir Staub sind. In der Bibel lesen wir viele Mal die Worte, fürchte dich nicht und fürchtet euch nicht. Gott zeigt Verständnis für unsere Schwäche. Er bietet sich an. Er will unser Schutz und Trost sein. Ihm dürfen wir vertrauen. Immer wieder kommt Gott dem Menschen entgegen und sagt, fürchte dich nicht. Gott sagte zu Abram, fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.
Gott hatte Abram aus seinem Land und von seiner Familie in einen fremden Ort geführt. Er versprach, Abram zu beschützen und aus ihm ein großes Volk zu machen. Aber Abram hatte noch keine Kinder und trauerte deswegen. Sein ganzes Erbe würde wohl an seinen Knecht gehen. Aber Gott zeigte ihm die Sterne und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram erhielt einen Lohn, den man nicht mal zählen konnte, so viele Nachkommen. Und wir lesen, Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abram erhielt den besseren, den ewigen Lohn, Gerechtigkeit vor Gott. Hagar befand sich mit ihrem Sohn Ismael beim Wunsch ihrer Herrn in die Wüste verbannt. Sie hatte Brot und einen Schlauch Wasser, sonst nichts. Als Brot und Wasser ausgegangen waren und Hagar nicht mehr weiter konnte und Ismael am Verdursten war, da hörte sie die Stimme des Engel Gottes. Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Gott hatte die klagende Stimme ihres Sohnes gehört. Auch Hagars unbeschreibliche Angst hatte er vernommen. Gott erkannte ihre Not. Er hörte ihren Herzensschrei und schickte Rettung. Nicht weit ab war ein Wasserbrunnen. Manch eine alleinstehende Mutter oder Witwe kann mit Hagar mitfühlen. Ist die Krise dann vorbei und sie schaut zurück, so erkennt sie, wie Gott Rettung schickte und sie versorgt hat. Gott ist unser Retter und Fürsorger. Er hört unsere Herzensschreie. Als Jakob ein alter Mann war und Josef die ganze Familie nach Ägypten umsiedeln wollte, da war Jakob ganz bange zumut. Im hohen Alter in ein fremdes Land, einen neuen Anfang, das Bekannte zurücklassen, sowas konnte er kaum fassen. War es Gottes Wille? Wollte Jakob es vielleicht nicht wahrhaben? In 1. Mose 46, Verse 3 und 4 lesen wir, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will dich auch wieder heraufführen, und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Gott beschwichtigte Jakob, er tröstete ihn. Josef, sein Lieblingssohn, würde bei ihm sein. Gott ermutigte Jakob und erinnerte ihn an das Versprechen, welches er schon mit Abraham machte und durch Isaak und Jakob erfüllen wollte. Er erzählte ihm sogar ein wenig von der Zukunft, die er für sein Volk geplant hatte. Gott will die vielen Nachkommen Jakobs, das hebräische Volk, wieder von Ägypten herausführen. Und Gott hält seine Versprechen. Wenn wir in 2. Mose Kapitel 14 die Geschichte von den Israeliten verfolgen, so erleben wir den spannendsten Teil des Auszugs aus Ägypten, den Teil, wo sie nicht vorwärts und nicht zurück können. Vor ihnen das Schilfmeer und hinter ihnen die zornigen Ägypter. Wohin? Wenn ich mir vorstelle, wie viele Kinder in der Gruppe waren, so drückt mir die Furcht fast die Kehle zu. Vers 10 sagt, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und Gott hörte sie und errettete sie. Er sagte durch Mose, fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Sie sollten nur zuschauen, nur warten, nur stille sein. Sie sollten Gott vertrauen. Der Sieg gehörte dem Herrn. Vers 31 sagt, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Auch König David, der so lange vor Saul auf der Flucht war und sich täglich fürchtete, durfte einem Mitmenschen die Worte, fürchte dich nicht, schenken.
Gott beschrieb David als ein Mann nach meinem Herzen. 2. Samuel Kapitel 9 schildert eine Episode in Davids Leben, von der selten gesprochen wird. Doch wir können einen Teil von Gottes Herzen in dieser Geschichte erkennen. Eines Tages fragte David seine Diener und Ratgeber: Ist noch jemand von dem Hause Sauls da, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue um Jonathans Willen? Die Antwort kam: Mephibosheth. Er ist lahm an beiden Füßen. Zu der Zeit war es Sitte, dass der neue König alle Familienglieder des früheren Königs tötete, auf dass keiner seinen Thron bedrohen würde. Mephibosheth zitterte am ganzen Leib, als er zu David gebracht wurde. Er wusste, was ihm bevorstand. Aber Mephibosheth kannte Davids Herz nicht. Wie er wohl staunte, als er Davids Worte hörte: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Diese Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Er handelt nicht mit uns, wie wir es verdient haben, sondern in Barmherzigkeit und Gnade bittet Gott uns an seinen Tisch. Wir brauchen uns nicht vor ihm zu fürchten, sondern können mit kindlichem Vertrauen an seinen Tisch kommen. Als Elisa Prophet war, führte der König Aram Krieg mit Israel und sie umstellten die Stadt. Wir lesen in 2. Könige: Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Die Stadt ist umzingelt. Es scheint eine hoffnungslose Situation zu sein. Zum Diener spricht Elisa: Fürchte dich nicht, und befolgt dann seinen Worten mit einem sichtbaren Beweis. Elisa bittet Gott, dem Diener die Augen zu öffnen und ihm seine Stärke zu zeigen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Gottes himmlische Armee stand bereit. Sie wartete nur auf Gottes Befehl. So wie Elisas Diener sehen wir mit irdischen Augen. Wir fürchten uns und wissen oft nicht, wie es weitergehen soll. Doch Gott ist alle Zeit bereit, wachsam und fertig, uns vor dem Feind zu beschützen. Wir bräuchten nur öfter uns die Augen öffnen lassen. Das waren Beispiele aus dem Alten Testament. Wenn man die Worte "Fürchte dich nicht" im Neuen Testament sucht, so kommt man gleich zu der Weihnachtsgeschichte. Im Lukas 1, Vers 30 spricht der Engel: "Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden." Maria befand sich in einer höchst unglaublichen Situation. Sie sollte die Mutter des lang ersehnten Messias werden. Die Erscheinung eines Engels war schon furchterregend genug, aber der Gedanke, ein Kind in die Welt zu setzen, dessen Vater der unsichtbare Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war, das war kaum zu fassen. Ein uneheliches Kind zur Welt zu bringen, drohte Schande, Hass, ausgestoßen werden und vielleicht sogar den Tod. In Lukas Kapitel 1, Vers 38 lesen wir: Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel brachte auch den Hirten dieselben Worte: Fürchtet euch nicht, als er ihnen über die Geburt des Messias erzählte. Eine solch gute Nachricht vertrieb ihnen die Furcht. Nachdem sie das Kind gesehen hatten, kehrten die Kinder, die Hirten, wieder um, priesen und lobten Gott um
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Als Jesus unter den Menschen wandelte, erzählte er ihnen von Gott. Er unterhielt sich mit ihnen und hörte ihnen zu. Er scheute sich nicht vor ihren Krankheiten und heilte viele. Jairus, ein Oberster der Synagoge, kam zu Jesus und bat ihn, dass er möchte kommen. Sein einziges Kind lag im Sterben. Jesus machte sich auf den Weg, doch er wurde von einer kranken Frau aufgehalten. Sie wollte ihn nur berühren, denn sie glaubte dadurch, geheilt zu werden. Jesu Kraft ging von ihm aus und sie wurde gesund. Bevor Jesus zu Jairus Haus kam, so wurde schon die Botschaft gebracht: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Jairus verzweifelte bei diesen Worten, aber Jesus hatte sie auch gehört. Er drehte sich zu Jairus und sagte: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Im Zimmer des Kindes angekommen, nahm er sie bei der Hand und rief und sprach: Kind, stehe auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand alsbald auf. Die Eltern waren erfreut, die Furcht war entflohen. Es war ein Wunder. Auch heute geschehen Wunder aller Art. Wir sollten uns die gleichen Worte zu Herzen nehmen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Als letztes Beispiel möchte ich noch zu Markus 6 kommen, wo Jesus auf dem Meer wandelte. Die Jünger Jesu wollten mit einem Schiff nach Bethsaida hinüberfahren. Jesu ging allein auf einen Berg, um zu beten. Es war Abend geworden und ein Sturm war aufgekommen. Es heißt in Vers 48, und er sah, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Da kam Jesus den Jüngern entgegen, doch sie erschraken. Sie erkannten ihn nicht und meinten, er wäre ein Gespenst und schrien. Doch Jesus beruhigte sie mit den Worten: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Er beruhigte sie und auch die Wellen. Wir Menschen werden immer wieder Angst erfahren und uns vor etwas fürchten. Doch wollen wir dann daran denken, dass Gott schon in unserer Situation ist. Er ist unsichtbar, aber er tröstet und beschützt. Er sagt: Fürchte dich nicht, vertraue mir. Gott kam Abram entgegen, er wollte sein Schild und Lohn sein. Gott hörte die Herzensschreie der Hagar. Gott vernahm ihre Not und er rettete sie und ihren Sohn. Im hohen Alter sprach Gott dem Jakob Trost und Hoffnung zu. Dem hebräischen Volk stand Gott bei. Er bat sie, auf ihn zu schauen und stille zu sein. Er würde für sie kämpfen. Von König Davids Handeln sehen wir die Barmherzigkeit Gottes, welche auch uns angeboten wird. Gottes Armee stand bereit, Elisa zu beschützen. Gott verwandelte Marias Furcht in Vertrauen. Gottes Engel brachten die schönste Nachricht und vertrieben die Furcht der Hirten. Zu Jairus sagte Jesus: Glaube nur. Seinen Jüngern kam er entgegen und beruhigte sie. Diese biblischen Beispiele ermutigen uns, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu vertrauen. Wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben, so ist er auch unser Gott, unser himmlischer Vater. Wir wollen unsere Augen auf ihn richten und nicht seine Hand loslassen. Dann können wir die Worte des Psalmisten unser eigen nennen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ist er das für dich, deine Zuversicht, deine Burg, dein Gott, auf den du hoffst? Wir wollen beten. Lieber Gott, wir danken dir für deine Fürsorge. Du kennst uns und weißt, wie wir sind, wie oft wir uns fürchten. Hilf uns, in deinem Wort zu forschen.
und dich weiter kennenzulernen. Wir wollen unsere Augen auf dich gerichtet halten und dir ganz vertrauen. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen. Ich möchte mich mit den Segenworten aus Johannes 14, Vers 27 und Jesaja 43, Vers 1a verabschieden. Jesus spricht: Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, spricht Gott zu Israel. Vertrauet auf Gott. Sein Friede fülle eure Herzen. Amen.